Hallo Leute, wie geht's euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Ey, wo war ich diesen Sommer? Das fragt ihr euch bestimmt. Und heute kommt die Story, was ich diesen Sommer gemacht habe. Und vor allen Dingen gibt es auch eine Überraschung am Ende. Und zwar mache ich ein kleines Meetup hier in Leipzig nächstes Wochenende. Also wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann bleibt einfach dran bis zum Ende. Und da erzähle ich euch, wo und wann und was und alles. Okay, also starten wir mal mit dem Video und der Erklärung, was diesen Sommer los ist und warum ich schon seit einem Monat keine Videos mehr hochgeladen habe. Folgendes, Leute. Ich habe einen Job und eigentlich ist das nur ein Halbtagsjob, aber eigentlich ist das schon seit Monaten mehr ein Dreivierteljob. Ich sag mal, ich arbeite bestimmt 6 Stunden am Tag und zwar am Computer. Und das heißt, dass ich halt, wenn ich jetzt nach Hause komme, mich wieder an den Computer setzen würde und dafür habe ich oft keine Kraft mehr. Es ist einfach so viel los im Moment auf Arbeit, dass ich das einfach überhaupt nicht mehr schaffe. Übrigens, was ich arbeite ist, ich bin im Kundenservice für eine E-Learning-Plattform oder für 2 E-Learning-Plattformen jetzt. Wir haben nämlich ein neues Produkt bekommen und da lerne ich halt ganz viel drüber im Moment. Und Kundenservice hört sich jetzt erstmal vielleicht ein bisschen langweilig an, aber ich sitze halt nicht den ganzen Tag am Telefon, sondern ich schreibe viele E-Mails, ich bekomme auch Anrufe oder ich rufe Leute an und frage, hey, wie läuft's bei euch, wie läuft das Projekt und so weiter. Ja, und ich habe ganz viele Meetings auch mit meinen Kollegen über halt neue Produkte oder einfach Stand und so weiter. Also ich finde es auf jeden Fall sehr toll und nice und es macht mir auch total viel Spaß, auch meine Kollegen sind toll. Aber ich habe leider ein bisschen wenig Zeit für YouTube. Und ehrlich gesagt ist YouTube für mich auch ein bisschen in den Hintergrund geraten. Einfach dadurch, dass ich diesen Sommer unbedingt raus wollte viel. Ich habe den letzten Sommer so viel für YouTube gemacht und irgendwie nicht so viel zurückbekommen, sag ich mal. Klar, ich habe jetzt sehr viel mehr Abonnenten und ich bekomme sehr viel mehr Texte, Nachrichten von wegen, Lena, bitte lad doch mal wieder Videos hoch oder ich gucke so gerne deine Videos, das war halt letzten Sommer nicht so. Das bekomme ich schon häufiger, aber ich wollte auch einfach die Zeit nutzen, um rauszugehen und Sonne zu tanken, denn das ist unglaublich wichtig. Das ist so wichtig, Leute. Vitamin D-Levels müssen hoch sein. Das ist halt auch wichtig für die körperliche Gesundheit und die mentale Gesundheit. Und diese natürliche Quelle von Vitamin D wollte ich mir einfach nicht entgehen lassen. Und ja, deshalb war ich einfach oft dann draußen anstatt drin. Ein anderer Faktor, der dazu beigetragen hat, dass ich diesen Sommer sehr wenig Videos gebracht habe, ist, dass wir einfach sehr viel zu tun hatten. Irgendwie war jedes Wochenende irgendwas los. Dann waren meine Eltern da vor 2 Wochen. Dann waren wir unterwegs bei Sefs Eltern, bei irgendwelchen Geburtstagen, irgendwelche Veranstaltungen oder wir haben uns irgendwas selbst vorgenommen, was wir halt machen wollten. Und auch dadurch kommt es natürlich viel weniger dazu, Videos zu machen. Ich komme viel weniger. Es kommt dazu, weniger Videos zu machen. Ja, ich. Gut, ja, es ist irgendwie ganz ungewohnt, wieder vor der Kamera zu sitzen. Vor allen Dingen vor einer Kamera, die so weit weg ist. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, die Qualität ist ein bisschen anders. Seth hat sich nämlich eine neue Kamera gekauft, eine Sony. Und die durfte ich mir heute dankenswerterweise ausleihen. Heute benutzt er die mal nicht. Ja, ich schreibe euch auf jeden Fall in die Infobox, was das für eine Kamera ist. Und vielleicht kann ich euch da auch gleich noch einen Link zu schicken, wo ihr die bekommen könnt, wenn ihr die auch haben wollt. Die Qualität ist echt ganz gut. Meine Eltern waren vor 2 Wochen hier und haben mir einen Schrank gebracht. Einen riesengroßen Schrank, in den meine Klamotten 2-mal reinpassen würden. Und der steht jetzt hier im Wohnzimmer und der passt halt leider nicht mehr in die Region, da wo mein alter Schrank halt stand. Falls ihr meinen Raumtour gesehen habt, dann wisst ihr, wie mein Zimmer hier aufgebaut ist. Und da stand halt dort der Schrank und da drüben der Schreibtisch und jetzt ist das halt andersrum. Vielleicht baue ich noch das ganze Wohnzimmer irgendwie um. Das Wohnzimmer, mein Zimmer, Yogazimmer, was auch immer, wie ihr das nennen wollt. Ich mache hier ziemlich viel in diesem Zimmer, weil halt auch einfach ziemlich viel Platz ist. Und weil es der einzige Raum ist, für den Platz ist für mich. Nee, links neben mir hat Seth halt sein Office, sein Büro. Und auf der anderen Seite des Flurs ist halt die Küche und das Schlafzimmer und das Bad. Gut, so viel zur Aufteilung. Sehr random dieses Video heute.
Worüber kann ich euch noch updaten? Fred geht's gut. Fred steht dort im Wohnzimmer. Ich fühle mich eigentlich ganz gut. Ich bin sehr glücklich. Und ich mache eher auf Instagram irgendwas. Also wenn ihr mir folgen wollt, dann folgt mir auch wieder auf Instagram. Ich habe auch zwei Instagrams. Ich habe dieses Jahr mit einem neuen gestartet. Einem Food-Instagram oder Healthy-Life-Instagram. Das heißt Lena's Healthy Life. Stimmt, das hatte ich auch schon öfter mal erwähnt in meinen letzten Videos. Aber die sind echt so lange her. Ja. Ich habe auch einige Vlogs aufgenommen. Im Juni noch, Leute, als meine Schwester da war. Und meine Schwester ist jetzt nach Neuseeland ausgewandert. Deshalb habe ich auch diesen richtig krass großen Schrank. Das ist nämlich der von meiner Schwester. Den hat sie gehabt und den habe ich jetzt. Ja, meine Schwester ist nach Neuseeland ausgewandert. Und dann waren wir halt in Berlin, haben sie zum Flughafen gebracht. Ich sag euch, es war irgendwie kaum mal ein Wochenende, wo ein bisschen Zeit war. Und unter der Woche fiel mir das ein bisschen schwer mit YouTube und so weiter. Ich finde auch Vlogs schneiden am allerschwersten. Ich lade zwar gerne Vlogs hoch und ich gucke auch sehr gerne Vlogs anderer Leute, aber Schneiden von Vlogs ist echt schwierig, weil man halt am Tag meistens nicht so einen roten Faden hat, sondern naja, man macht halt mal das, man macht halt mal das und es gibt so wenige Punkte, wo man so sagt, okay, das nehme ich jetzt rein und das muss jetzt unbedingt raus, weil ich mich dann nur wiederhole sozusagen, sondern es ist halt echt, also du kannst halt ganze Partien rausschneiden vom Tag und du kannst sie halt auch alle drin lassen, dann hast du halt ein Dreiviertelstunde Video oder schneidest sie halt alle raus und dann hast du halt ein 10 Minuten Video und das fällt mir schwer. Ja, aber heute sitze ich ja. Es ist echt so komisch, mal wieder vor der Kamera zu sein. Ja, ich freue mich jedenfalls, dass ihr dieses Video guckt. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich nicht verlassen habt. Vielen Dank auch für die ganzen neuen Abonnenten. Hallo und herzlich willkommen in meinem kleinen Reich. Bald werdet ihr bestimmt auch wieder Seth hier sehen. Ich freue mich auf jeden Fall wieder, bald mit ihm Collaborations zu machen. Ja, so viel zum Update in meinem Leben. Dann kommen wir mal zu dem Teil dieses Videos, auf das ihr alle gewartet habt. Und zwar, wann findet das Meetup statt? Lasst euch gesagt sein, nächsten Samstag, also am 18. August um 11 Uhr auf dem Marktplatz, irgendwo im Schatten. Ich nehme mal an, dass um 11 Uhr, wo ist da der Schatten? Keine Ahnung. Oh Gott, das hätte ich mal auschecken sollen. Okay, lasst einfach sagen, da an der Seite, wo da Sarah ist und Wempe und so weiter, die sind so nebeneinander ungefähr, da treffen wir uns, da ist nämlich auf jeden Fall Schatten. Okay? Weil ich will niemanden im prallen Sonnenschein rumstehen lassen, das geht nämlich gar nicht. Also, Samstag, 18. August 2018 um 11 Uhr. Seth kommt wahrscheinlich auch, also er hat mir vorhin gerade gesagt, er kommt. Also, trefft dort mich und Seth. Yeah. Und eine Woche später sind wir auf der Gamescom. Also, wir reisen Donnerstag an und sind dann, also Seth ist Freitag und Samstag auf der Gamescom und ich bin nur Samstag auf der Gamescom. Also, wenn ihr mich auf der Gamescom treffen wollt, das ist in Köln, das ist, glaube ich, der 24. August, dann seht mich dort. Wartet mal, wo ist mein Kalender? Shit, ich guck mal gerade. Netflix und so weiter. ja, 18.25. ist das. Samstag, der 25. August, da bin ich auf jeden Fall auf der Gamescom. Und folgt am besten einfach mir und Seth auf Twitter oder Instagram. Und dort werden wir auf jeden Fall immer sagen, wo wir uns gerade aufhalten. Also wenn ihr uns dann folgen wollt oder dort treffen wollt, dann folgt uns auf jeden Fall am besten dort. Ich habe keine Ahnung von den Hallen. Ich weiß, war noch nie in Köln auf der Gamescom. Ich war noch nie in Köln. Ich bin auch super aufgeregt, einfach mal dort mich aufzuhalten und mich dort umzugucken. Freitag gehe ich ja nicht auf die Gamescom. Das heißt, dort dann an dem Tag werde ich einfach die Stadt erkunden. Darauf freue ich mich auch schon. Ja, freue mich darauf. Habt ihr vielleicht ein paar Empfehlungen, was ich mir da angucken soll? Klar, Kölner Dom und so. Aber was ist sonst noch ganz cool? Oder wo kann man vielleicht gut essen oder einkaufen oder solche Sachen? Sagt mir das mal. Das finde ich nice. Dann gucke ich mir nämlich Köln an. Das war's erstmal für das Video heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert mich natürlich gerne auf Instagram und Twitter.
wie gesagt, folgt mir eh auf Instagram. Ich meine, da bin ich halt meistens, wenn ihr mich sucht, ich bin auf Instagram. Schreibt mir auf Instagram. Ich kriege inzwischen sehr viel mehr Nachrichten auf Instagram, ehrlich gesagt. Und ich antworte auch auf Fragen, die mir dort gestellt werden, wenn sie nicht zu persönlich sind. Nein, eigentlich antworte ich auf fast, wirklich fast alle Fragen. Aber nicht einfach nur Hi schreiben, Leute. Was soll ich auf Hi antworten? Hm? Ihr müsst mich schon irgendwie zum Reden bringen. Okay? Sorry. Sorry, Leute. Ja. Gut. Ich hab euch lieb. Passt auf euch auf. Wir sehen uns bald. Hoffentlich. Ciao.